Hallo liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es um genau drei Dinge. Heute geht es erst darum, euch mal die Kreuzung zu zeigen, an der ich laufend rausfahre, weil viele von euch haben geschrieben, ich wäre bei Rot abgebogen. Das bin ich nicht. Einige wenige haben es erkannt, das gucken wir uns heute mal genauer an, damit da endlich Ruhe ist. Ja, dann würde ich noch kurz was sagen zum Sitzpolster. Das heißt, da kommen einige Kommentare von euch noch zu Wort, zu der ganzen Problematik. Ja, und dann natürlich, ganz wichtig, kommt das Gewinnspiel. Das alles nach dem Intro. Bis gleich, viel Spaß. Sagen, machen wir uns jetzt los. So, bevor wir losfahren, ich habe, ich kann es nicht erkennen, die 360-Grad-Kamera ja installiert. Das heißt, ich hoffe, dass wir an der Ampel so lange stehen, dass wir mal gucken können, wie die Ampel wirklich aussieht. Dann würde ich sagen, das machen wir jetzt als erstes, und dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Natürlich ganz wichtig, die Kamera vorher einzuschalten. Ja, ich sehe schon mal, das erste Auto sind wir nicht. Wir sind das dritte Auto und ich hoffe trotzdem, dass man das erkennen kann. Ja, natürlich nicht. So, wir haben grün, ihr seht es, ich biege nach links ab, wie immer, und dann seht ihr hier drüben die Ampel, ich fahre extra mal langsam. Natürlich muss ich hier aufpassen und anhalten, wenn Fußgänger kommen, aber ihr seht da, die Ampel, die ist rot, das heißt, die ist nur für die Linksabbieger, die nämlich von jetzt hinter mir kommen und rechts bei mir einbiegen. Ich hoffe, jetzt haben wir das Problem ein für alle Mal geklärt. Ich kann nochmal da langfahren, von mir aus den ganzen Tag, wenn ihr das wollt. Mir macht Spaß, jedenfalls mit dem Auto. Ja, also Leute, natürlich würde ich nie bei Rot fahren. Was denkt ihr von mir? Ja, okay, ich glaube, wir haben das geklärt. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Ja, kommen wir nochmal zum Sitzpolster und zu euren Kommentaren. Und da muss ich ein herzliches Dankeschön sagen an Carsten. Der hat mir auch eine E-Mail geschrieben und der hat sich mal richtig mit der Problematik beschäftigt. Der hatte einen Leihwagen. Ich mache mal die Lüftung aus, das nervt ein bisschen. Der hatte einen Leihwagen, und zwar, ich glaube, ein Model 3 Performance. Long Range, ja klar, ich glaube, es ist immer mit großem Akku. Und er hat da gleich mal geschaut und hat festgestellt, ja, auch er hat im schwarzen Polster die Ecke. Er hat mir sogar ein Foto mitgeschickt, ich habe das Foto mal hier einblenden. Das sieht im Grunde genauso aus wie bei mir. Also es scheint wirklich ein Serienfehler zu sein. Und da ist ganz interessant, was der Carsten schreibt. Und viele von euch haben anschließend, sind zum Auto geflitzt und haben geschaut. Und es waren wirklich doch viele, die den gleichen Fehler hatten. Also es ist wirklich eine Riesenserie. Er hat sich mal die Mühe gemacht und hat mal ein bisschen recherchiert. Und er schreibt eben, also aus seiner Sicht ist das alles sehr schwer zu beurteilen. Und er hat dahinter ein sogenanntes Leer- oder Wellrohr für Kabel erkannt. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich das auch bei mir sehe. Und ja, und das ist für ihn quasi ein astreiner Fehler in der Fertigung. Wie es den Anschein hat, ist das ein Nähfehler bei der Verbindung Kunstleder zum versteckt umlaufenden Entlastungsstoff. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung vom Polstern, aber er scheint ein bisschen Ahnung zu haben. Und das macht für mich auch logisch Sinn, was er schreibt. Dieser wird im Automobilbau immer öfter deshalb benutzt, um den durch das Hineinsetzen einer Person entstehenden Druck in den Polstern besser auszugleichen. Ja, da geht es quasi darum, dass das Leder nicht reißt mit der Zeit. Und das ist ja Kunstleder und das ist eigentlich meiner Vermutung nach noch eher prädestiniert dafür zu reißen. Ich hatte meine Couch mit Kunstleder, die hat genau 2 Jahre gehalten und da war fing alles an zu reißen, kaputt zu gehen und kaputt zu bröckeln. Das war sehr ärgerlich. Also bei mir zu Hause kommt nie wieder eine Kunstleder-Couch in die Wohnung. Aber hier hat man ja keine Wahl, das sind ja alles vegane Ledersitze. Ja, also er beschreibt das alles sehr schön. Ja, da schreibt eben dieser Stoff, dieser umlaufende Stoff, wie hat er ihn genannt? Entlastungsstoff. Genau, der ist flexibel und strafft die Polsterung auch über die Zeit. Wenn er das ein bisschen nachlässt, strafft er das quasi. Ja, und er schreibt, unter Umständen wurde da schon ein Fehler beim Zuschnitt gemacht oder die Schnittmuster ungenügend benutzt. Ja, dann schreibt er noch, dass er noch bekannte Verwandte hat, die in einem anderen Konzern arbeiten und die auch so eine Probleme haben. Und da ist eben ganz wichtig, dass die Qualitätskontrolle stattfindet. Und hier scheint es Probleme gegeben zu haben, entweder bei der Qualitätskontrolle der Zulieferer da sitze oder dann spätestens zum Schluss bei Tesla. Ja, was schreibt er noch?
Ja, er empfiehlt mir noch den YouTube-Kanal Schwungvoll. Den kennt ihr vielleicht. Ich denke mal, die meisten von euch werden es kennen. Das ist ja der Stefan, so wie er schreibt. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber ich kenne den Kanal, habe auch schon oft geguckt. Und er wollte ja bei Tesla anfangen, was ja nicht geklappt hat. Und ist dann jetzt, glaube ich, zu VW oder so gegangen. Ja, und da ist eben ein ausgewiesener Experte, was die Qualität betrifft. Und ich soll ihn doch mal schreiben. Und er soll doch sich das mal angucken. Er meint auch, er findet, das müsste repariert werden. Ja, also ehrlich gesagt, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich habe natürlich keine Lust. Ja, wisst ihr selber, das Fahren macht einen Megaspaß. Und wenn man hier vorne sitzt, sieht man die Ecke nicht. Und das Fahren ist so genial, dass man das alles vergisst. Und dann muss man echt die Frage stellen, will ich mir das antun? Will ich jetzt wirklich einen ewigen Streit hin und her schreiben bei so einer Geschichte? Ich meine, das ist ja nicht relevant. Also es stört mich nicht beim Fahren, es behindert mich nicht. Das bemerkt man quasi nicht, außer dass man es sieht. Ich sag mal, ja, so schlimm ist das auch nicht. Aber klar, brauchen wir nicht diskutieren. Das ist ein klarer Qualitätsmangel, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber will ich mir das wirklich antun, will jetzt hier einen Haufen Theater in Kauf nehmen und einen Haufen Zeit investieren und Schriftkram und so weiter, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gelesen letztens, dass das Service Center in Leipzig doch ein bisschen später aufmacht. Jetzt reden sie so von Juli, August. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wenn ich mich entschieden habe, was ich mache, werde ich das hier natürlich auf YouTube euch zeigen, euch mitteilen. Ich finde es bloß interessant, dass das echt ein Fehler ist, der viele Fahrzeuge betrifft. Also ist kein Pech gewesen oder Zufall, dass gerade mein Fahrzeug war, sondern es muss eine ganze Serie sein. Vielleicht schaut noch der ein oder andere von euch auch nochmal in sein Auto, der das Video jetzt zum ersten Mal sieht oder neu auf meinem Kanal ist und stellt vielleicht auch fest, er hat es auch. Ja. Also bei den schwarzen Sitzen, ihr seht es ja hier im Bild, sah es ganz genauso aus oder sieht es ganz genauso aus, aber es war ein Leihwagen, hat er zurückgegeben. Ja, ja, das vielleicht mal noch dazu, wollte ich euch noch kurz mitteilen. Also ich werde erstmal nichts unternehmen. Ich werde es wahrscheinlich nochmal reinsetzen und ja, dann hoffen, dass es vielleicht Leipzig sich drum kümmern kann. Natürlich werden die auch nicht mehr machen, als Tesla an sich machen. Ja, und da wollte ich sagen, kommen wir zum Gewinnspiel. Ja, warum liege ich hier? Ihr fragt euch sicherlich, wer hat das geschafft, rückwärts reinzufahren und im Kofferraum dabei zu liegen. Das verratet nicht, das ist mein Betriebsgeheimnis. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, ich habe extra mal ein Mikrofon dran gemacht. Ja, warum liege ich hier hinten? Ich mache es mal ein bisschen bequemer. Nun ganz einfach, heute geht es um diese beiden Teile hier, nämlich um den Kantenschutz und zwar in verchromt. Und wie es der Zufall so will, ich habe es natürlich vergessen mitzunehmen. Ja, das macht aber gar nichts, denn wir werden das Gewinnspiel mal machen. Ich habe, damit alles transparent zugeht, hier eine Schüssel, die ist durchsichtig und habe hier die Kandidaten von denen, die richtig geraten haben, mit welchem Fahrzeug ich zuerst elektrisch gefahren bin, in meinen ersten Videos. Ja, ich habe mich gewundert, es haben nur sechs Leute mitgemacht und da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, warum so wenig. Wahrscheinlich hat ein Teil nicht bis zu Ende geschaut. Ich habe es mit Absicht nicht reingeschrieben in meiner Videobeschreibung, ja, damit nur die in Genuss kommen, die quasi bis zu Ende gucken. Tja, da sage ich Pech gehabt für die, die nicht bis zu Ende geschaut haben. Ja, oder natürlich, viele hatten kein Interesse dran. Das kann ja auch sein. Ja, ich freue mich trotzdem, dass sechs Leute von euch mitgemacht haben, also sechs Zuschauer. Ich lese die mal kurz vor und alle haben richtig geraten. Da ist einmal Harley Davidson Breakout CVO. Also man festhalten, dass nicht wegfliegen. Dann habe ich Mr. Freak. Dann habe ich Mirko Schneider. Dann habe ich Vicky 78. Dann habe ich Wolfgang Dvorak. Und dann habe ich zum Schluss Micha Online. Ja, ihr seht, ich habe die alle ausgedruckt, habe die alle auf so ein Platt gemacht, was alles gleich aussieht. Ich sage gleich dazu, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ja, dass das ganz klar ist. Ja, hier habe ich meine Plastikschale und da habe ich mir gedacht, ich mache das mal einfach so, ich knicke die mal einfach, dass man es möglich nicht sieht. Versucht sie alle gleich zu knicken und legt die hier rein. Habe ich abgerissen. Ich verspreche, aber ich gucke nicht rein, wenn ich reingreife. Ihr seht es ja, ihr seid da dabei. Da war ich jetzt zu schnell. Und hier haben wir jetzt den letzten Kandidaten. So, den nochmal richtig zumachen. So, jetzt habe ich alles hier drin. Ihr seht es, hier sind sie. Ich schüttle die ein bisschen rum. Und ich gucke zu euch in die Kamera, während ich einen Zettel ziehe. Und wer ist es? Es ist Wolfgang Dvorak. Yeah!
Ja, da sage ich mal, ich gratuliere zu diesen beiden Teilen. Jetzt kommt es auf dich dran, drauf an. Das heißt, schick mir per E-Mail deine Adresse. Ich hoffe, du wohnst in Deutschland oder wenigstens in Europa. Aber ich gehe mal davon aus. Und dann schicke ich dir die Sachen kostenfrei zu. Ja, sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch. Und das war's auch schon mit dem Gewinnspiel. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Punkt. Und dann mache ich mal ganz einfach. Und das ist das Schöne, dass man es auch hier machen kann. Die Klappe wieder zu. Okay, bis gleich. Ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich gratuliere nochmal Wolfgang. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die zwei Teile gewonnen. Schreib mir einfach, schick deine Adresse und dann schicke ich es dir zu. Und ich hoffe, es passt bei dir rein. Vielleicht noch ein Hinweis. Einer hat mir geschrieben, er hat sich auch so eine Bleche eingebaut und dann ging die Kofferraumklappe nicht mehr zu. Ja, das kann natürlich sein. Ihr habt da gesehen in meinem Video, wo ich es einbaue. Ich glaube, es fängt auch gleich an zu regnen. Da habe ich ja auf diese zwei Einsparungen gezeigt, ja, die da sind, rechts und links. Und diesen nehme ich dafür, diese beiden Gumminüppel oder Gummipuffer, die an dem Kofferraumklappe sind. Und die kann man verstellen. Das heißt, die bringen quasi den Kontakt zur Stoßstange, müssen eingestellt werden, damit der Kofferraumklappe auch gerade sitzt und richtig sitzt. Und wenn das einfach ein bisschen mehr Material ist, was dazwischen ist, dann müsst ihr einfach bloß diese Gummistopfen weiter reinschrauben, dann müsste es gehen. Also ein ganz einfaches lösendes Problem. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, ging auch von Anfang an gleich zu. Ja, kann sein, dass er ein bisschen straffer jetzt sitzt wie sonst. Ja. Was ich auch bemerkt habe, aber gerade bei straff sind, ich habe doch vorne den Frank, die Motorhaube, etwas anheben lassen, weil die Abstände zum Kotflügel doch relativ stark waren. Ja, die ging erst ganz leicht zu, jetzt geht sie ganz schwer zu. Ja, jetzt ist es so, dass man richtig tolle drücken muss. Die haben das ein bisschen straffer gemacht. Naja, einen Tod muss man wahrscheinlich sterben. Na gut. Ja, das ist aber jetzt so alles, was mir noch einfällt an aktuellen Sachen. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, einmal den Daumen nach oben klicken. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ansonsten noch viel Spaß im Netz. Und bevor ich zum Ende komme, natürlich wie immer noch das obligatorische Dankeschön an alle die meinen Referral-Code genutzt haben. Es waren immer mehr. Und ja, der eine oder andere storniert seine Bestellung wieder, was aber auch ganz normal ist. Ist mir dann schade um 100 Euro. Aber ich bin das Risiko ja auch eingegangen, denn ich habe ja in dem Moment, wo mir wir kaufen, Auto.de mir die Summe geboten hat, die 34.500 Euro, habe ich sofort, ja, eine Minute später quasi bei Tesla bestellt. Und da wusste ich auch nicht, zahlt mir wir kaufen dein Auto.de, zahlen die mir auch den Preis oder nicht. Ja. Hätten sie nicht gezahlt, hätten die gesagt, 2.000, 4.000 Euro weniger, hätte ich wahrscheinlich auch die Bestellung wieder storniert. Aber es hat ja alles geklappt und deswegen kann ich es nachvollziehen, wenn jemand die Bestellung wieder storniert und absagt. Und jetzt muss ich mal gucken. Ja, also auf jeden Fall bestellt hat neu dazugekommen ist der Stefan, der Frank und der Andreas. Obwohl Frank wieder storniert hat, was aber nicht schlimm ist, dann sage ich herzliches Dankeschön an Frank und Andreas. Ich werde es mal einblenden. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, euer Fahrzeug kommt bald. Ihr habt viel Spaß damit und ihr seid genauso begeistert wie ich von dem Tesla. Ja. Okay, das war's aber wirklich. Jetzt ist Schluss. Also wie gesagt, noch viel Spaß im Netz und bis zum nächsten Mal. Ciao.